Ja, bin jetzt hier auf dem Weg nach Stuttgart. Stehe hier gerade an der Fähre, auf dem Parkplatz von der Fähre in Alcudia. Und ja, bin jetzt natürlich auch ein bisschen früher gekommen, um sicher zu gehen, dass alles klappt. Habe alle Papiere, alles erledigt und kann jetzt noch kurz einen kleinen Rundgang in Richtung Port de Alcudia machen. Muss dann in einer halben Stunde wieder da sein, um auf die Fähre zu fahren. Und mal gucken, was ich die nächsten Tage noch so für ein paar Videos mache für euch. Auf jeden Fall denkt immer daran, unseren A-Kanal zu abonnieren, den Kanal zu abonnieren, uns ein Like da zu lassen und natürlich auch immer gerne Kommentare. Jetzt schauen wir mal, was ihr gleich so ein paar Bilder hier aus dem Hafen von Port Alcudia bekommt. Immer noch hier bewölkt oder wieder bewölkt, wir hatten kurz mal einen Tag ein bisschen weniger Bewölkung. Heute ist jetzt schon wieder mehr bewölkt, aber auf Mallorca ist ab morgen oder übermorgen besseres Wetter angesagt, was mich dann nicht betrifft, weil ich bin ja dann ab morgen bzw. ab heute Abend in Deutschland. Und da ist wohl, wie ich gehört habe, das Wetter immer noch schlecht gemeldet. Jetzt schauen wir mal, was ich euch für Bilder mitbringe. Macht es gut. Genießt die Bilder. Bienvenido a Alcudia. Ich bin jetzt hier noch am anderen Ende vom Hafen. Da hinten ist dann auch das Fährterminal, von wo aus die Fähren losgehen. Gerade wird die Balearia geladen und danach dann kommt meine Fähre, die Trasmed, wenn dann die Balearia geladen ist und ausgelaufen ist. Ja, und im Gegensatz zu Palma vom Fährhafen ist man hier wirklich in Port Alcudia in 5 Minuten im Hafen, wo dann auch die Fußgängerzone beginnt. Es wird wirklich Zeit, dass wir mal auf Mallorca wieder das übliche Mallorca-Wetter haben. Das wollte ich mal wieder Videos und Bilder mit Sonne und blauem Himmel bringen können. Jetzt echt schon eine lange Zeit, wo es etwas trüb ist. Hat heute Nacht auch noch mal richtig geregnet. Immer noch nach wie vor gut für die Bauern, für die Weinbauern, dass mal richtig Wasser kam, auch gut für die Stauseen, die da doch ein bisschen gefüllt werden. Und jetzt ist eigentlich dann ab morgen wieder besseres Wetter gemeldet. Ich werde es dann sicherlich, wenn ich in Stuttgart bin, von Sandra erfahren. Hier die Fußgängerzone von Port de Alcudia, wo die ganzen Restaurants sind. Hier kann ich mal zu den Restaurants nicht viel sagen, weil hier sind wir relativ selten. Aber auch hier noch die Straße, die Fußgängerzone relativ leer. Aber es ist auch, wie gesagt, immer noch relativ unangenehm kalt. Also daher, obwohl sich die Insel schon ein bisschen füllt und glaube ich jetzt dann auch die Woche durch die Osterferien viele Flüge kommen, denke ich mal, dass viele heute bei dem Wetter vielleicht auch
in ihrem Hotel sitzen. Mal gucken, wie spät es ist. Wie es aussieht mit meinem Plan, dass ich zurück bin rechtzeitig. Laufen wir hier noch ein paar Meter vor. Und dann drehe ich im Hafen um und dann geht es retour in Richtung Fährterminal. Dann habt ihr ein paar Eindrücke aus Port Alcudia bekommen. Und wenn ich dann in einer starken Woche zurück bin, dann hoffe ich mal stark, dass wir dann auch wieder Videos machen können bei bestem Mallorca-Wetter. We will see. Vamos a ver. Schauen wir mal. Für alle, die gerade auf der Insel sind, Sandra ist natürlich im Laden, in Pandromé. Ich fahre ja nach Deutschland mit Miguel zusammen, den hole ich nachher in Barcelona ab. Der war jetzt schon auf einer Weinmesse in Barcelona und steigt bei mir dann zu. Und dann nehme ich Miguel mit auf die Kulinart in Stuttgart, auf der wir dann euch auch mallorquinische Weine präsentieren. Sandra bleibt hier im Can Gomer in Palma, macht den Laden auf. Also wer auf der Insel ist, auf der Insel weilt, Sandra freut sich auf jeden Fall über euren Besuch. So, jetzt gehen wir hier mal an der Brücke hier in Alcudia. Da vorne ist dann, ach komm, den Strand nehmen wir noch kurz mit. Dann nehmen wir kurz noch den Strand mit und dann laufen wir vom Strand retour am Hafen in Richtung Fähre zurück. Dann habe ich die Wartezeit, das Boarden auf der Fähre noch genutzt, um euch ein paar aktuelle Bilder heute aus Port Alcudia mitzubringen. Ja, ihr seht es auch im Hintergrund, es ist noch windig. Die Leute haben noch Winterklamotten an. Da hinten die Hügel, Posadonia, Seegras, die letzten Vorbereitungen hier in Alcudia am Strand. Schöner Blick hier. Ja, und bald ist dann hier auch hoffentlich Strandwetter angesagt und der Strand voll. So, jetzt geht's retour in Richtung Fährhafen. Bilder hier von dem Boden und auch hier hoffe ich dann, dass wir irgendwann in der Saison ein schönes Video machen können bei blauem Himmel und mehr Touristen hier. Ich habe natürlich nochmal die Bitte, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, über einen Daumen nach oben und für diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert ihn gerne, drückt die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von uns gibt. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Freue ich mich auch immer. Ihr könnt überall Boote mieten in Alcudia. Bootschartern. Das sieht dann wohl nach Jetski-Mieten aus hier. Ah,
so einiges los. Hier oben ist ja so der Port Alcudia und die Küste runter, so die Ecke, wo sehr viel Wassersport betrieben wird, Kitesurfen und so weiter. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall austoben. Großer Ausflugskatamaran. Oh, das ist aber auch ein Mega-Katamaran hier. Ah, das ist ein großer Katamaran. Wow. Gut, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, euch haben die kurzen Eindrücke aus Alcudia, trotz dass der Himmel etwas verhangen ist, gefallen und ihr habt einen Eindruck bekommen können, wie es hier gerade aussieht. Ich danke, dass ihr dabei wart. Ich marschiere jetzt zurück zum Fährterminal und dann geht es ab in Richtung Barcelona und dann in Richtung Stuttgart zur Messe, zur Kulinart auf dem Römerkastell. Die ist dann am Samstag und Sonntag. Der ein oder andere hat schon zugesagt von euch, dass er kommen möchte und mich besucht, oder beziehungsweise Miguel und mich besucht, uns besucht. Wir freuen uns auf euch. Macht es gut. Genießt die Zeit. Bis zu unserem nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao.